Der Kampf um die Maria-Hilfer-Straße. Im Radio Wien-Studio Chefredakteur Paul Tesarek. Und bei mir die Frau, die derzeit polarisiert wie wohl keine andere in Wien-Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. Herzlich willkommen. Einen guten Mittag an allen, die uns zuhören. Sie kennen natürlich inzwischen diese Umfrage des Wirtschaftsbundes, wonach 30% der Geschäftsleute über Umsatzrückgänge klagen. Es gibt Menschen, die sagen, hier wird die Maria-Hilfer-Straße mutwillig zerstört. Es gibt Menschen, die sogar sagen, hier werden Jobs vernichtet. Das sind schwere Vorwürfe. Was sagen Sie dazu? Nun, es stimmt, dass es bei einem Teil der Geschäfte zu Umsatzrückgängen gekommen ist. Also das bestätigen auch die vielen Gespräche, die ich mit Geschäftstreibenden auf der Maria-Hilfer-Straße hatte. Aber man sollte nicht ausblenden, dass es auch bei vielen Geschäften Zuwächse gibt, und zwar satte Zuwächse. Aber nicht so viele wie Rückgänge verursacht. Und dass darüber hinaus neue Eröffnungen auf der Maria-Hilfer-Straße und auch in den Quergassen in letzter Zeit vermehrt vorgekommen sind. Das heißt, das Bild, das hier produziert wird, ist ein sehr einseitiges. Und dazu habe ich nur eines zu sagen. Natürlich, zu Beginn in einer Umstellungsphase kommt es immer zu Verunsicherung. Und diese Verunsicherung ist ja auch vom politischen Gegner und auch von der Wirtschaftskammer, muss man sagen, massiv auch aufgebauscht worden. Aber eine Fußgängerzone, die hat bis jetzt noch nie dem Handel geschadet. Also ich plädiere sehr dafür, dass sich die Gemüter ein bisschen wieder beruhigen, dass wir die Fußgängerzone neu gestalten und umbauen, und danach werden sich die Geschäfte wieder über sehr satte Zuwächse freuen können. Wenn Sie da so sicher sind, dann taucht ja immer wieder die Frage auf, vor allem von Seiten der Wirtschaft, warum die Geschäftsleute nicht mit abstimmen dürfen. Und dazu haben wir die Frage eines Radio Wien-Hörers, des Herrn Michael Langer, der offensichtlich auch Wien heute fleißig schaut. Ich habe die Sendung ORF Wien am 27.12. mit dem Interview Frau Vassilakou mit dem Herrn Tesarek gesehen und gehört. Und da hat sie auch gesagt, dass laut Wiener Verfassung die Geschäftsleute nicht zur Abstimmung berechtigt sind. Das verbietet die Verfassung. Ich habe also eher den Eindruck, dass man die Geschäftsleute deswegen nicht abstimmen lassen wollte, weil vielleicht das Ergebnis dann ein anderes ist. Und auf der anderen Seite frage ich mich aber auch, Geschäftsleute, die betroffen sind, dürfen nicht abstimmen. Andererseits Bewohner, die nicht betroffen sind, wie zum Beispiel an der Wienzeile, weit entfernt von der Maria-Hilfer-Straße, die sind abstimmungsberechtigt. Da stimmt irgendwas nicht. Bitte schön, Ihre Antwort. Ich bin grundsätzlich nicht dagegen, dass man Geschäftsleute mitstimmen lässt bei lokalen Fragen. Aber warum tun Sie es dann nicht? Dazu fehlen uns die Regeln. Und diese Regeln kann ich nicht erfinden. Dazu braucht es einen Konsens in der Politik. Aber die Regeln sind ja erfunden worden, denn diese, worauf sich die Kritik des Herrn Langer stützt, ist ja die Tatsache, dass es für diese Volksbefragung keine gesetzliche Grundlage gibt. Man hat also was Neues geschaffen. Warum hat man dann nicht einfach die Geschäftsleute dazugenommen? Herr Tesarek, da muss ich Ihnen widersprechen. Auf lokaler Ebene, sprich auf Bezirksebene, ist es durchaus üblich, die Bezirksbevölkerung, die wahlberechtigt ist bei Bezirksvertretungswahlen, auch mitstimmen zu lassen. Und bei Bezirksvertretungswahlen sind wahlberechtigt alle österreichischen Staatsbürger, die im Bezirk wohnen, und alle EU-Bürger, die im Bezirk wohnen. So gesehen haben wir hier nichts erfunden, sondern uns an die Bezirksvertretungswahlordnung gehalten. Sie haben sich daran orientiert, Bei den Geschäftsleuten allerdings gibt es eine Vielzahl von sehr schwierigen Fragen, die da lauten: Was tue ich, wenn die Bevölkerung mit einem Ja stimmt und die Geschäftsinhaber mit einem Nein? Was tue ich, wenn die Geschäftsinhaber mit einem Ja stimmen, aber die Bezirksbevölkerung mit einem Nein? Ganz einfach, sie alle zusammenzählen, wer dann die Mehrheit hat, oder? Also das ist leichter gesagt als getan. Eine bestimmte Anzahl von etwa Geschäftsinhabern ist nicht einmal in Wien wohnhaft. Und was tun diejenigen, die ein Geschäft haben im Bezirk, die aber gleichzeitig auch im Bezirk wohnen, haben die etwa 2 Stimmen? Und ich könnte jetzt weitere solche ungelöste Fragen ad infinitum aufzählen. Das weiß die Wirtschaftskammer ganz genau, dass wir für diesen Fall bis jetzt keine Regeln haben, weil das in Wien noch niemals praktiziert worden ist. Aber verstehen Sie schon diesen Verdacht, der dann natürlich bei vielen Menschen aufkommt, dass man sich das Ergebnis herrichten möchte, indem zum Beispiel EU-Bürger mitstimmen dürfen und eben Geschäftsleute nicht?
Sehen Sie, ich würde das verstehen, wenn man bei anderen lokalen Befragungen in der Vergangenheit, etwa die Befragung zum Beispiel, die der ÖVP-Bezirksvorsteher im 18. Bezirk vor kurzer Zeit abhalten ließ, im Zusammenhang mit dem Parkwickel, die Geschäftsinhaber hätte mitstimmen lassen. Das hat man aber selbst nicht getan, überall dort, wo man selbst an die Macht ist, in der ÖVP. Und das verlangt man plötzlich, ja geradezu, das entdeckt man plötzlich, jetzt, wo es um die Abstimmung der Mayr-Hilfer-Straße geht. Und die Arbeiterkammer könnte ja dann auch mit Recht und Fug sagen, tausende Menschen arbeiten auf der Mayr-Hilfer-Straße, sie sollen auch stimmberechtigt sein. Mhm. Also, ich glaube, was wir brauchen bei Fragen der lokalen Demokratie ist Klarheit. Und Klarheit haben wir geschaffen, indem wir gesagt haben, das ist primär eine Frage, die die lokale Bevölkerung betrifft. Also sollen diejenigen stimmberechtigt sein, die auch dort wohnen. Ein anderes Thema, aber auch zu diesem Themenbereich gehörend, auf den sind wir heute gestoßen. Es gibt einen Betreiber von mehreren Parkgaragen im 7. Bezirk, der sich heftig beklagt über ganz gewaltige Umsatzrückgänge und sagt, die Beschilderung, die Verwirrung, die entstanden ist durch schlechte Beschilderung, sei schuld daran. Was sagen Sie denn? Nun, ich bin in sehr engem Austausch mit den Garagenbetreibern gewesen und ich meine auch, dass wir hier sehr viel gemeinsam unternommen haben, um die Situation zu verbessern. Wir haben ja auch nicht zuletzt sämtliche Anfahrts- und Abfahrtspläne für die Garagen rund um die Mayr-Hilfer-Straße inseriert sogar, um hier mehr Informationen bereitzustellen. Aber glauben Sie, ist das angekommen bei den Menschen? Ich habe schon auch das Gefühl, wenn ich dort fahre, dass sehr wenige Menschen hinfahren, weil viele glauben, dort herrscht das völlige Chaos. Also ich habe den Eindruck, dass kaum ein anderer Ort in Österreich derartig systematisch schlecht geredet worden ist in der Öffentlichkeit und das noch dazu seit Mitte August, wie die Mayr-Hilfer-Straße. Dieses ständige Bild der Verwirrung, das transportiert wird, die ständige Behauptung, man könne mit dem Auto nicht auf die Mayr-Hilfer-Straße fahren, das sind genau die Gründe, warum sehr viele Menschen gänzlich fernbleiben. Aber warum ist es Ihnen dann nicht gelungen, gegenzusteuern und die richtigen Informationen unter das Volk zu bringen? Wenig Geld haben Sie ja dafür nicht aufgewendet. Wir informieren laufend. Nun ist es aber so, dass wir in einer Zeit leben, in der jeder nahezu in Social Media vernetzt ist mit seinen Freunden und Bekannten. Und oft ist es so, dass sich Menschen danach orientieren, was ihre Freunde behaupten und nicht danach, was weiß oder was übrigens inseriert wird und zur Verfügung bereitgestellt wird seitens der Verantwortlichen für ein Projekt. Wenn die Befragung für die Verkehrsberuhigung ausgeht, dann hat man ja noch die Möglichkeit, in der Unterkategorie zum Beispiel anzugreifen, ob man für Querungen ist, Querungen der Mayr-Hilfer-Straße. Welche sind denn da konkret gemeint? Also zweifelsohne braucht es Querungen. Und welche es dann werden, möchte ich entscheiden unter Einbindung auf alle Fälle der Wirtschaftskammer und selbstverständlich namhafter Verkehrsexperten, die uns ganz einfach offenlegen, welche Querungen hier erforderlich sind. Ich kann es Ihnen schon sagen. Sie haben sicher gehört, oder? Auf Radio Wien war ja vorgestern Wirtschaftskammerpräsidentin Brigitte Jank zu Gast. Sie hat gesagt, alle Querungen sollen aufgemacht werden. Können Sie dem zustimmen? Das ist eine Position der Wirtschaftskammer, die mir bekannt ist. Es kann am Ende sein, dass es tatsächlich auch alle Querungen sind. Alle Querungen hieße, jetzt offen schon ist Kaiserstraße Stumpergasse, das hieße dann zusätzlich Schottenfeldgasse Webgasse, Otto-Bauer-Gasse Zieglergasse. Es gibt im oberen Teil sind es diese Querungen, ja, die sich hier aufzählen und im unteren Abschnitt, also Richtung Zweierlinie, gibt es keine klassischen Querungen, aber es gibt sehr wohl viele Seitengassen, die man hier auch öffnen könnte. Allerdings, und das möchte ich hier an dieser Stelle auch betonen, worum es geht, ist nicht hier eine religiöse Debatte zu führen. Ich will keine Querungen, ich will alle Querungen, sondern ganz einfach unter, wie gesagt, Beiziehung von Verkehrsexperten sich an einen Tisch zu setzen und sich rasch auf ein Konzept zu einigen, das zwei Dinge bewerkstelligt. Auf der einen Seite die Wirtschaft und auch die Anrainer sind nicht mehr mit mühsamen, also einfach Umwegen konfrontiert. Auf der anderen Seite, jene Verkehrsberuhigung, die jetzt in den Wohngrätseln erreicht worden ist, rund um die Mayr-Hilfer-Straße, soll nach Möglichkeit und nach Kräften natürlich auch aufrechterhalten bleiben.
Und ich bin sicher, dass wir hier, wie gesagt, uns auf einen klugen, guten Weg einigen können. Klingt wie die Quadratur des Kreises, nein, oder? Nein, das ist nicht wahr. Also man muss nicht, das bedeutet, dass man nicht a priori darauf bestehen muss, jedes einzelne kleine Gasserl zu öffnen. Auf der anderen Seite aber muss man jene Querungen öffnen, wie gesagt, die der Wirtschaftsverkehr und die Anrainer täglich brauchen. Und wenn wir das wollen, und wissen Sie, in der Politik ist das immer so, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Mhm. Wenn daher die elendige Wadelbeißerei aufhört und wir zusammenfinden zu einer vernünftigen gemeinsamen Diskussion, dann bin ich auch ganz sicher, dass uns das sehr gut gelingen wird. Wem haben Sie denn da jetzt gerade vorgeworfen, ein elendiger oder eine elendige Wadelbeißerin zu sein? Auf einer persönlichen Ebene will ich jetzt niemand logischerweise jetzt auf diese Art und Weise verunglimpfen, aber man wird mir sicher beipflichten seitens unserer Zuhörer, dass die Politik in Österreich leider die meiste Zeit durch einfach mühsame und unnötige Wadelbeißerei gekennzeichnet ist, die bedeutet, dass wir immer zuerst die Bürger abstimmen lassen müssen, damit wir dann genötigt sind, uns an den Tisch zu setzen und leider vorher sehr oft Einigungen verpassen oder geradezu verunmöglichen, weil einfach der Wille zur Zusammenarbeit nicht da ist. Ja, wenn Sie gemeint haben, wollen Sie uns nicht verraten. Also ich kann das schon etwas konkreter sagen. Ja, was ich damit meine, ist, dass ÖVP und FPÖ von Anfang an das Thema Mariahilfer Straße als Wahlkampfthema missbraucht haben, das Thema furchtbar aufgebauscht haben, ein furchtbar schlechtes Bild von diesem Projekt an die Öffentlichkeit gebracht haben, laufend, und dabei völlig in Vergessenheit geraten lassen oder es zumindest versuchen, dass es sich hier um ein wunderschönes Projekt handelt, eine neue Fußgängerzone im Herzen Wiens, Freiraum, mehr Grün, mehr Sitzgelegenheiten, also eigentlich... Etwas, wonach sich sehr viele Menschen sehnen, die im 6. und 7. Bezirk wohnen. Vielleicht war es aber nicht nur böser Wahlkampf, sondern schon vertreten auch berechtigter Interessen, zum Beispiel der Wirtschaft. So wie Präsidentin Jank gesagt hat, sie fordert das Halteverbot in den Begegnungszonen aufzuheben, im Interesse der Wirtschaft. Können Sie sich das vorstellen? Also ich habe Gespräche geführt, wie gesagt, sowohl mit kleinen Geschäftsinhabern als auch übrigens mit den großen Geschäften auf der Mariahilfer Straße. Und alle wünschen sich, dass es hier die Möglichkeit gibt, kurz zu halten, so dass man kleine Ladetätigkeiten, also etwa Einkäufe, ein- und ausladen kann. Es kommt übrigens auch den Anrainern zugute, zwar denjenigen, die direkt auf der Mariahilfer Straße wohnen. Und das kann ich mir vorstellen und das werde ich auch veranlassen, sobald ich von der Bevölkerung natürlich ein Ja zum neuen Gestaltungskonzept bekomme. Aber das ist ein Versprechen jetzt. Das ist ein fixes Versprechen, genauso wie auch mein fixes Versprechen, dass es Querungen geben wird, sobald die Bevölkerung uns ein Ja gibt, damit wir die Fußgängerzone bauen dürfen. Kritische Stimmen gibt es trotzdem weiterhin, zum Beispiel von Christa Schmidt, einer Radio Wien-Hörerin. Grüß Gott, mein Name ist Christa Schmidt aus dem 22. Bezirk. Meine Frage bezieht sich darauf, wie es möglich ist, dass so ein Projekt, das gegen alle Vorbehalte von Sachverständigen, von Verkehrssachverständigen so durchgepeitscht wurde, auf unbedingt mit dem Kopf durch die Wand. Die Frau Vasilakos hat offenbar zu wenig Erfahrung oder zu wenig Ahnung. Ich frage mich, das ist unser aller Geld. Wie ist sowas möglich mit einem Partner wie der großen sozialistischen Partei? Danke. Das Konzept, das wir auf der Mariahilfer Straße umgesetzt haben, sieht eine Fußgängerzone vor. Zwei verkehrsberuhigte Zonen sozusagen auch an den zwei weiteren Abschnitten. Damit man auch zufahren kann. Und hier war es uns sehr wichtig, dass es eben nicht nur Fußgängerzone gibt, sondern eben auch die Begegnungszonenabschnitte gibt, damit man mit dem Auto zufahren kann. Das heißt, man darf auf der Mariahilfer Straße mit dem Auto unterwegs sein und zwar so schnell und so bequem eigentlich wie nie zuvor. Aber Tempo 20 hat es aber vorher nie gegeben, weil dort gab es Dauerstau. Jetzt gibt es Tempo 20 und dafür viel weniger Autos und das war Sinn und Zweck des Konzepts. Das Einzige, was sehr umstritten ist, ist, ob es Querungen geben soll oder nicht. Und wissen Sie, das ist in der Tat keine religiöse Angelegenheit. Wenn man Querungen öffnet, dann hat man keine Umwege.
Aber auf der anderen Seite hat man viel mehr Verkehr, logischerweise in den Anrainergrätzen. Mhm. Ja. Wenn die Bevölkerung jetzt Querungen wünscht, dann werden wir welche öffnen. Wir müssen zum Schluss kommen. Ich habe immer gefragt, was Sie tippen. Bei Ihnen wissen wir es bereits, arschknapp, haben Sie gesagt, wird es werden. Wie? Arschknapp positiv oder negativ für Sie? Also klar ist, dass ich natürlich kämpfe dafür und hoffe, dass es knapp positiv wird. Okay. Und wo ich schon auch eine Botschaft an alle habe, ist diese eine. Vergessen Sie bitte einmal die Politik, vergessen Sie auch die Parteipolitik. Stellen Sie sich die Frage, wonach sehne ich mich? Und wenn es eine Fußgängerzone ist, ein neuer Freiraum mitten in der Stadt, dann stimmen Sie mit Ja. Nach diesem flammenden Appell muss ich noch kurz was einwerfen. Es hat ja doch, das kann man wohl nicht wegleugnen, es hat rundherum schon einiges Chaos gegeben. Und der Bürgermeister hat laut der Zeitung heute zu diesen Pannen gestern gesagt, allen recht getan geht nicht. Nur ein Kellner nimmt alle Bestellungen auf. Kritik an Ihnen. Sehen Sie auch selber Fehler ein, die passiert sind? Ach mein Gott, ich bin ständig jetzt einmal konfrontiert mit, sowohl mit der Kritik, ich würde über die Köpfe der Leute drüber fahren, als auch ich würde versuchen, es allen recht zu machen, was ja beides gleichzeitig bekanntlich gar nicht geht. Nur, was für mich zählt ist, wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, ich hätte einen Abschnitt der Fußgängerzone und einen kurzen Abschnitt der Begegnungszone umgebaut, sodass Menschen erleben können, wie es dann aussehen wird, wenn es fertig ist, vor der Abstimmung. Mhm. Das würde sehr viel Klarheit schaffen, sehr viel Begeisterung fürs Projekt. Allerdings können Sie sich vorstellen, wie man mir dann vorgeworfen hätte, dass ich Geld verschwende. Also, es stimmt schon, allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Danke für das Gespräch. Danke. Ihr Kampf um die Maria-Hilfer-Straße. Machen Sie sich selbst ein Bild auf Radio Wien.